Ich habe den Kampf leider verloren, aber sehr knapp. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe 6 Wochen den Arsch aufgerissen, um heute zu erfahren, dass ich leider nicht kämpfen kann, weil mein Gegner seine Teilnahme zurückgezogen hat. Jetzt sind wir hier, ich unterstütze die Jungs und wir holen die Siege nach Hause. Ja, wir sind jetzt heute hier bei GMC in Gelsenkirchen. Wir sind mit 4 Kämpfern da. Der Nasiro kämpft, Daniel kämpft, der Johannes kämpft und der Mohamed kämpft. Eigentlich hätte auch der Emanuel kämpfen sollen im Boxen, aber sein Gegner hat jetzt leider den Kampf nicht angenommen. Das ist jetzt ein bisschen schade. Ich freue mich auf jeden Fall auf alle Kämpfer mit unseren Nachwuchskämpfern. Ja, der Johannes macht seinen 2. MMA-Kampf, der Nasiro macht seinen 2. MMA-Kampf, der Mohamed macht seinen 1. Kickbox-Kampf. Und der Daniel, ja, der macht seinen 14. Kickboxkampf, ja. Deswegen, ich freue mich sehr, mit den Jungs heute hier zu sein und wir werden alles geben und wir werden auf jeden Fall die Siege holen heute, ich bin mir sicher. Okay, soll ich da oder da rein? Okay. Ich heiße Mohamed, mich nennen die Leute Mo. Ich bin 19 Jahre alt und ich kämpfe am Samstag K1. Man hat draußen viel Scheiße gebaut und man musste auf klaren Kopf wiederkommen und Kampfsport ist direkt die beste Entscheidung und die beste Lösung. Ich bin flink, ich bin schnell und ich habe auf jeden Fall eine gute Disziplin. Aber ich respektiere auch die anderen natürlich. Ich freue mich auf jeden Fall. Erstmal, ich möchte mich sehr, sehr bei Ali bedanken, bei Sunny und bei Ralf auf jeden Fall. Und auf jeden Fall an die ganze Unterstützung, jeder, der da war. Dankeschön. Und Alhamdulillah, Gott ist groß. No kicks in die Macht. Okay. No kicks in die Macht. Okay. Kampfsport hat mir auf jeden Fall Respekt gelehrt, disziplinierter zu sein, immer, wenn man eine Sache anfängt, auch wirklich bis zum Ende durchzuziehen. Also jeder, der mit Kampfsport anfangen möchte, ich rate es auf jeden Fall jedem. Wenn man einmal anfängt, haltet dran fest und lasst nicht los. Ich bin Kudus Johannes, ich bin 21 Jahre alt. Ich trainiere hier im Level Change in Oberursel. Und zwar, ich habe früher angefangen, ganz normal Fitness zu machen, weil ich eigentlich ziemlich schlank war, so 60 Kilo. Und habe dann halt gemerkt, als ich halt aus Spaß Patzen gehalten habe und Freunden draußen ein bisschen trainiert habe, dass die Muskeln mir nicht viel gebracht haben. Meine Muskeln waren ganz schwer und ich war nicht so flexibel. Und deswegen habe ich im Kampfsport seit Anfang dieses Jahres angefangen. Ich gebe nicht so schnell auf und ich habe einen starken Willen, einen sehr starken Willen. Wenn ich was will, dann tue ich alles, um das zu schaffen, auf jeden Fall. Level Change ist am Start und legt sich dann jetzt auch noch an mit dem Combat Place Westerwald. Ja, ob das genug ist, was ich mache, das geht einem durch den Kopf. Man ist natürlich nervös und ja, man will halt keinen enttäuschen, sich selbst enttäuschen. Representing Combat Place Westerwald!
Ich habe den Kampf leider verloren. Ich habe meinen Arsch aufgerissen, ich habe mein Bestes gegeben. Grüße aus Gelsenkirchen. Mein Name ist Nasiru Tiaka. Ich bin 28 Jahre alt und wiege 70 Kilo. Mache schon seit 10 Jahren Kampfsport. Habe mit Boxen angefangen. Dann 4 Jahre später habe ich mit Kickboxen angefangen. Und jetzt mache ich auch seit 8 Monaten MMA. Ich mache jetzt meinen ersten Kampf. Ich hatte schon mal einen Kampf gehabt, aber da hatte ich zu wenig Grapplings am Boden. Jetzt habe ich bis in den 8 Monaten was aufgebaut, jetzt will ich es nochmal probieren, deswegen sage ich, das ist der erste Kampf. Kampfsport hat mir gelehrt, dass ich nicht immer der Stärkste bin, dass ich nicht unverletzlich bin. Level Change MMA von Ralf Kraft gegen Red Tiger Club Düsseldorf. Nasiru Tiaka. Gegen die Deckung von Nasiru. Oh, da hat er ihn auf die Matte geschickt. Nasiru mit Kick. Nasiru fängt es. Ich kann auch verlieren, ich werde mich trotzdem härter aufbauen. Das ist ja der Sport, man hört nicht auf, man macht weiter im Sport. Из Украины, из города Одесса. В эту субботу у меня бой. Я много тренировался. Вообще я тоже хотел, очень хотел. Даниил Мишлер. Ich habe mich mit seinem Vater unterhalten. Die sind aus der Ukraine geflüchtet. Genau gesagt aus Odessa. Vom Too Sharp Gym. Liebe Grüße. Es wird crazy. Und Daniel geht wild nach vorne. Wow, Spinning Backfist für Adam und die hat gesessen, Mann. Wie gesagt, Daniil Mischler geflohen aus der Ukraine. Jetzt zu Hause gefunden bei Ralf Kraft im Level Change Gym. Это обозначает для меня зал, там, где я тренируюсь и получаю новые навыки. Большая новая семья. Also jeder, der mit Kampfsport anfangen möchte, ich rate es auf jeden Fall jedem. Allein, wie gesagt, um das Mindset ein bisschen nach vorne zu treiben, körperlich fit zu werden. Und dann kann man ja immer noch selber für sich entscheiden, ob das rein sportlich ist, ob man wirklich auf Wettkämpfe gehen möchte.